Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei WhatsApp. Den Status, die Statusmeldung abspeichern. Egal ob Video oder Bilddatei, funktioniert ganz einfach. Es gibt einige Anleitungen im Internet und auch hier auf YouTube, die sehr kompliziert sind, wo man einen Screenshot machen soll oder auch den Bildschirmrekorder benutzen soll, um das Ganze aufzunehmen. Dadurch leidet die Qualität, außerdem ist es viel zu kompliziert. Ich habe eine einfache Möglichkeit für euch, die möchte ich euch gleich einmal zeigen. Dazu werden wir uns dann aufs Handy einwählen und dann können wir zusammen gucken, wie das geht. Wenn euch das gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr an der Stelle schon mal einen Daumen nach oben da lasst und abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal. Ich brauche aktuell ein bisschen Unterstützung, um auch weiterhin hier kostenlos diese Videos auf meinem YouTube-Kanal für euch anzubieten. Von daher, wenn euch das Video gefällt und weiterhilft, abonniert gerne jetzt einmal kostenlos meinen YouTube-Kanal. Wir sind jetzt auf mein Gerät eingeschaltet. Ich blende es hier an der Stelle einmal ein. Und ja, ihr braucht jetzt einen Dateimanager. Auf den meisten Geräten ist eins installiert. Ich benutze Files, was ja von Werkseinstellung her schon auf meinem Handy drauf kopiert war. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr machen müsst, damit ihr den Ordner auch findet, wo die Dateien abgespeichert werden. Ihr geht hier oben auf die drei Striche, geht dann auf Einstellungen und jetzt müsst ihr unten hier ausgeblendete Dateien anzeigen. Ist bei euch vermutlich noch, so wie bei mir jetzt gerade wieder umgestellt, aus. Es muss eingeschaltet sein, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und jetzt geht ihr zurück und dann geht ihr einmal nach unten auf den internen Speicher und dort müssen wir jetzt auf den Ordner Android gehen, müssen dann auf den Ordner Media gehen, gehen dann auf Com WhatsApp, nochmal auf WhatsApp und dann könnt ihr hier einmal sehen, dass dann nochmal ein Ordner mit Media ist. Dort geht ihr rein und ja, da könnt ihr jetzt aktuell sehen, Statuses. Der Ordner, da klickt ihr einmal rein und hier sind jetzt sämtliche Statusmeldungen einmal abgespeichert. In bester Qualität. Ihr braucht also hier jetzt nicht mehr irgendwie einen Screenshot machen oder einen Screen Record. Ihr könnt das Ganze einfach runterladen. Das wird dort für ca. 24 Stunden oder für genau 24 Stunden zwischengespeichert. Wenn ihr das raushaben wollt, verschiebt es einfach in den von euch gewünschten Ordner. Da bleiben die Dateien dann auch für immer bestehen, länger als 24 Stunden. Wenn ihr sie nicht mehr haben möchtet, könnt ihr sie ganz normal löschen. Das gilt für Bild, aber auch für Videodateien. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch unbedingt hier meinen YouTube-Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann!